Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans. Jo, ich weiß nicht, 77 oder sowas ist es. Ja, wir sind drinnen und Waldeck war unser Tagesgeschäft, glaube ich, ne? Müssen wir in diese Richtung, glaube ich, ne? Müssen wir so um. Was ist das da? Okay, dann nochmal hier runter. Der Betriebshof ist voll. Oh, das ist dann noch ein ganzes Ecke weiter. Dann hätte ich vielleicht doch über die Minimap machen sollen. Oder ich kann es auch mal über die Minimap machen. Ne? Waldeck war da und da unten fehlen sie uns. So, in Waldeck fährt noch kein eigener Stadtbus. Oh, super, das war wieder die 5er im Ziffernblock. Ne? Ja, Zimmer 1, 2, 3, das wäre die vierte Bushaltestelle, die da jetzt kommt. Ne? Ist auch so eine Stadt an der Schnur, ne? Bushaltestelle, dort und dort. Das ist der große Bus, der da hin und her fährt. Ne? Na, ich glaube, wir lassen den auch noch weiter hin und her fahren. Dann nehmen wir mal gerade hier aus. Vier-Städte-Linie fährt hier noch mit zwei Bussen. Okay. Fahren auch beide schwarze Zahlen. So, Linie ändern. Das können wir jetzt alles zumachen hier mal. Waldeck. Löbel. Ne, Libellenstraße, okay. Libellenstraße ist da. Lotto-Platinweg war da hinten. Das bedeutet einfügen vor der Libelle. Genau. Platinweg. Lotto-Platinweg, dann Waldeck. Hä? Passt das hier überhaupt? Ich glaube, das ist alles falsch, oder? Lotto-Platinweg. Sonderhausen? Ey, der fährt überhaupt nicht mehr da. Hier diese Städte, Bushaltestellen im Waldeck ab, kann das sein? Der fährt nur bis zur ersten. Das ist aber echt doof, ne? Dann nimm mal die Ahornstraße wieder raus. Und wir machen doch mal gerade einen Stadtbus. So. Wie wir jetzt sehen, ist da nur einer rot. Deswegen ist das auch nicht am Laufen. Gut, dann nehmen wir mal diese Bushaltestelle und da steht bestimmt keine Haltestelle. Genau so ist es. Okay. Dumm gelaufen, wa? Da haben wir wohl mal was vergessen, ne? Neue Linie. Da, 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 da. Jetzt brauchen wir eigentlich eine Rückfahrkarte machen, ne? Ahornstraße. Ahornstraße, die Bellenweg. Straße. Hä, habe ich das jetzt richtig geklickt? Auenstraße, Libellenstraße, Oststraße. Dann Oststraße, Libellen und dann wieder Auenstraße. Ich glaube, ist richtig. Das ist die Linie 52, wird zum Stadtbus Waldeck. Passt. So, und dann brauchen wir noch ein Depot. Wo war das hier? Ich glaube, hier ist irgendwo eins, oder? Ja. Der wäre noch im Depot, okay. Dann nehmen wir den doch, oder? Stadtbus Waldeck und fertig. Und starten. Und da kommt er schon. Gut. Der eine fährt natürlich jetzt nicht gerade effektiv, ne? Der fährt jetzt bis hierhin. Könnte da dann schon wieder drehen. Aber irgendwann kommt vielleicht hier eine Bushaltestelle hin, dann müsste da auch hinfahren. Also dann müssten wir das auch ändern. Dann können wir es auch so lassen. Ich denke, das passt schon. Vielleicht breitet sich die Stadt dann auch mehr in dieser Richtung dann da aus.
Wird ja auch Sinn machen, ne? Ja, das ist auch klar, dass hier nichts wächst, ne? Wenn da keiner hin und her fährt. Das ist schlecht gelaufen, ne? Dafür, dass nur einer hier vorbeifährt, ist ja die Stadt relativ gut gelaufen, ne? Muss man einfach sagen, ne? War doch so, ne? Ich gehe von aus, dass jetzt nur eine Haltestelle ist und das ist der Stadtbus, ja. So, verfolgen wir den mal gerade. Der müsste jetzt ankommen und dann gucken wir mal gerade die Zahlen an, die da ein- und aussteigen. Da müssten jetzt eigentlich welche einsteigen und eine Haltestelle weiterfahren, ne? Oder zum Rathaus könnte auch sein, ne? Steigt aber keiner ein. Ist ganz neu die Haltestelle, noch nicht akzeptiert. Und der Bus ist ja auch neu, ne? Schauen wir mal. Nächste Haltestelle. Steigt auch keiner ein. Naja, jetzt ist es vielleicht auch erst anerkannt, dass ein Bus da ist. Auch keiner. Und die letzte Haltestelle. Die Rabengasse. Auch keiner. Auf zum Rathaus. Oh, 33 gleich eingestiegen. Kaum zu glauben, oder? Alles Umsteiger jetzt. 337. Erste Leerfahrt war das. Die müssten da alle aussteigen, oder? Oh, einer fährt sogar runter zur Ahornstraße. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da unten schon einer hinfährt. Und zwei fahren zurück. Cool. Ach so, ja. Ich denke mal, wir sollten dann überlegen, dass wir irgendwo, und das wird wahrscheinlich hier sein, auch so einen zeitlichen Stopp machen, ne? Alle raus. Entschuldigung. Ja, jetzt wird wieder keiner einsteigen, glaube ich, weil nach da hinten will ja keiner fahren. Da müsste man eigentlich hier unsinnigerweise machen, aber dann doch würde Sinn machen. Zeitlich fährt er ja irgendwann auch weiter dann. Müssen wir doch mal gucken. Gucken, wie viel da einsteigen jetzt mal. Drei, okay. Bei der anderen wurden 33 Leute tätig. Mal gucken, wie viel da jetzt zusteigen. Drei haben wir. Neunzehn, okay. Also 16 aus der Haltestelle. Gut. Macht natürlich miese hier, ist auch klar. Kommt der Überlandbus. Alle steigen aus, keiner steigt ein. Wie viele sind da drin? 10. 10 Passagiere Waldeck. Direkt. Zwei nach Waldeck. Und 74 weg. Cool. Keiner mehr drinne. So, dann nehmen wir uns die Linie nochmal vor hier. Mach das Verfolgen dann mal aus. Linie ändern. Und zwar die Oststraße. Da warten wir Befüllung von 10% sind 6 Leute oder aber ein 32. Passt. Dann sollte der nicht so viele Miese einfahren, ne? So. Läuft. 26 fährt weiter. Passt also.
Andere Richtung ist entscheidend, ne? Die steigen da eigentlich alle aus. Jo. Keiner steigt ein, oder? So, da ist er vorbei mit 0 Leuten. Das ist gut so. Und jetzt sollte er da aber eine Wartezeit haben. Passt. So, jetzt muss er langsam weiterfahren. Können wir schneller laufen lassen, oder? So, da ist er, da oben. Steigt keiner ein. 22. Alle ausgestiegen. Keiner eingestiegen. Oh. Jetzt habe ich irgendwo aus Versehen falsch drauf gedrückt. Da unten kommt der Überlandbus. Der hat 29 Leute da drin. Der hat 27. Und der Überlandbus ist schneller weg. Schafft er also nicht. Und 55 fahren mit. So, er hat 27. Einer fährt nach unten. Der ist von hier gerade mitgenommen worden wahrscheinlich. Gut. Einer fährt auch wieder mit zurück. Und da 18. So, da steht er jetzt mit einem wartend. Fährt er wieder. Und 5 wollen auch zurück. Cool. 21. So, sollte laufen, ne? So, da hat er keinen drin und hat Wartezeit. Alles wunderbar. Gerade Herbst geworden, die Blätter fallen wohl. Okay, das heißt, der ist okay. Und die beiden auch. Karte auf. Andere Städte angucken gerade. Da oben ist ein Straßenfutzel, aber das bringt nichts. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts zugekommen. Der Rest passt noch. Riedenburg. Alles beim Alten. Adexen. Auch gut. Altenau. Auch gut. Adenau. Alles abgedeckt. Dann haben wir noch Döbeln und Radolfzell. Radolfzell, da hat 2 Straßenteile gemacht. Hier eins. Sieht aber alles gut aus. Und dann noch Döbeln. Ja. Alles abgedeckt. So, dann können wir, das war der falsche, Liste gucken, Fahrzeuge gewinnen. Ja, der macht immer eine Miese, ist klar. Wir können ihm auch kein zweites Teil anbieten. Das ist ja, der müsste unbedingt was zurückbringen, ne? Dann wird's klappen, aber irgendwie ist es das nicht. Fährt er lang? Hier in Hardexen. Stadtverkehr in Hardexen bringt es auch nicht, der Bus. Kostet viel Geld. Und der Sonderhausen macht auch ganz viele Miese. Haben wir da denn sowas gemacht mit der Linie? Ist ja irgendwo pausiert? Ja, haben wir auch gemacht. Ist nicht so der Bringer.
Und hier haben wir das auch gemacht. Glaube ich, oder? Ja. Gut. Vielleicht ändert sich das dann auch mit der Zeit, ne? Dass es besser wird. Okay. Wofür der? Keine Ahnung, wo der fährt. Adenauer. Stadtbus. Ach so, das ist der Stadtbus von Adenauer, der da hinten bis zur Geflügelfarm fährt. Alles klar. Na, lassen wir so. Gut. Dann ist das erst erledigt. Was ich jetzt noch sehen wollte, ist das die Newsliste. Meldung anzeigen. Oh, Flugzeug ist auch verfügbar. Dübelmühle Betriebshof ist überfüllt. Gerste und Weizen wartet da. Müsste man mal gucken, ne? Dass man das runterkriegt. Vor allem die Gerste ist es, die da wartet. Wo will das alles hin? Süddeutscher alter Getreidehof. Also von hier zum Getreidehof. Antonov kann gebaut werden, ja. Bringt es einen Flughafen? Das ist die Frage, ne? Von wo nach wo wäre denn das? Da fährt ein Schiff rüber. Wenn, dann würde ich von Altenau nach Lauter oder Sonderhausen hier darüber fliegen, ne? Und dann noch nach Radolfzell vielleicht dieses Dreieck. Sonderhausen, Radolfzell, Lauter. Da würde ich fliegen. Aber ob sich das wieder rentiert, ist die nächste Frage, ne? Gut, aber wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier noch einen Trecker finden, der hier lang fährt. Den da. Und da müssen wir dann mal schauen, dass wir da mehr Fahrzeuge drauf kriegen auf diese Linie, oder? Radolfzell, Süddeutscher alter Getreidehof. Die fahren alle plus ein, sind auch nur zwei drauf. Sehr interessant. Und das müsste schneller gehen. So, dann mal gerade hier hin. Da brauchen wir Getreide. Und Gerste geht auch. Das auch veraltete zeigen. Dann werden sie noch mehr. Okay. Achso, wir haben nur sogar sechs im Einsatz, die schon veraltet sind. Alles klar. So, für Gerste ist das der 9 Tonnen. 9 Tonnen. Hätten wir noch einen Anhänger. Ich weiß nicht, wer den Anhänger ziehen kann. Wie viel hat der Anhänger für eine Ladung? Der kann sogar 10 Tonnen. Cool.
Zu wem gehört der aber? Gute Frage, weißt du wieder nicht, ne? Aber da steht hier alles drin, ne? Dann nehmen wir doch mal den Trecker. Radolfzell. Getreidehof. Starten. Da auch. Wo ist denn jetzt da? Starten wir auch nochmal. Ich setze die alle vier da drauf. Und den auch noch. Die sind zwar lahmarschig, sind aber schon bezahlt, ne? Läuft. Und die anderen LKW, die da vorbeifahren, die können doch überholen, oder? Ist das so? Weiß ich gar nicht. Aber fahren überhaupt andere LKW? Ah ja, da sehen wir es ja. Jo, locker überholt. So, was habe ich eben gedrückt? G irgendwie. Jetzt habe ich so ein komisches Zeichen da dran, ne? Und keiner weiß, wie das wieder ausgeht, ne? Was ist das jetzt für ein Zeichen? Das kenne ich ja gar nicht. Das ist jetzt das H. Jo. Jetzt ist wieder normal. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.